Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Fallen Shadows. Wir suchen des Barkeepers Talismane. Haben jetzt einen Goldtopf in der letzten Folge gefunden. Ach, jetzt haben wir alle gefunden. Wunderbar. Ich habe alle Talismane gefunden. Hoffentlich kann er mir helfen. Hast du meine Talismane? Ja, ja. Danke, warte kurz. Ich hole eben den Boss und stell dich vor. Stell dir vor. Xavier Benedicte, willkommen in meinem Etablissement. Wie entzückend. Einen zauberhaften Anhänger hast du da. Ich habe Antworten für dich und selbst einige Fragen. Warum bleibst du nicht ein bisschen? Was wir gleich spielen werden, darfst du nicht verpassen. Für die Zugabe habe ich etwas ganz Besonderes geplant. Der Drink geht aufs Haus. Ryan wird dir einen einschenken. What the fuck? Wie er den Anhänger ins Visier genommen hat. Ich bleibe besser. Ich spüre, dass ich ganz nah dran bin. Und dran. Zuhälter, was? Ich muss. Was ist denn Zuhälter? Bist du ein Zuhälter? Nee. Was zum Teufel? Was? Mir ist schwindelig. Hä? Was zum Teufel? Okay. Cool gemacht. Das muss ich dir wirklich mal lassen. Das ist ja sehr cool gerade. Mein Kopf. Wo bin ich? Wie bin ich hier gelandet? Wo bin ich vor allen Dingen? Ich muss einen Weg nach draußen finden. Vielleicht in diesem Kleid. Ob ich diese Lüftungsklappe öffnen kann? Ich weiß es nicht. Erstmal brauche ich ein Banjo. Schraubenzieher, Biene, Bügeleisen brauche ich auch unbedingt, um dieses Luftgitter zu öffnen. Sonst kann ich es nicht öffnen. Auf gar keinen Fall. Schraubenzieher, der eigentlich Schraubendreher heißt. Biene, Bügeleisen. Eine Biene, die eigentlich eine Fliege ist. Was sind denn das für stampfende Geräusche? Das macht mir ein bisschen Angst. Banjo, japanisches Schwert, Ring. Ist einfach ein japanisches Schwert? Nee. Du bist ein japanisches Schwert. Ja, komm. Du bist doch zumindest irgendein Schwert. Ah, die Schlinge habe ich jetzt. Ach, da oben ist das japanische Schwert. Darf ich klicken? Da ist die Schlinge. Ein Boxhandschuh. Der ist da. Ein Banjo-Banjo muss doch auch da zu sehen sein, genau. Ein Ring dann nicht unbedingt. Wenn der Ring jetzt Originalgröße hat, dann oder vielleicht noch verkleinert. Das ist die Bienenfliege, Tatsache. Bügeleisen, Schraubenzieher, Dreher. Das heißt natürlich nicht Schraubenzieher, weil versucht man mit dem Schraubenzieher eine Schraube zu ziehen. Ich kann damit nur eine Schraube drehen. Wenn ihr damit eine Schraube ziehen könnt, Respekt. Dann seid ihr irgendwie einer von drei Menschen auf der Welt, die das können. Das Bügeleisen. Papagei-Haken. Bist du ein Haken? Nein. Bist du ein Haken? Ist das ein riesiger Würfel oder was? Diese Geräusche machen mir wirklich Angst. Voll bitte aufhören. Mama. Das ist der Hammer. Das sind zwei Brüste. Nein, das sind natürlich zwei Rumba. Hier, Rumba Rock'n'Roller Kugeln. Ring. Hast du einen Ring? Nee. Papagei. Haken. Bist du ein Papagei? Okay, ich hätte dich für einen anderen Vogel gehalten, aber du bist scheinbar ein Papagei. Das soll mir dann recht sein. Schal. Ist das ein Schal? Könnte auch ein Schal sein. Scheint aber ein Handtuch zu sein. Du bist ein Schal. Schraubenzieher, Ring und Haken.
Schraubenzieher, Ring und Haken. Tipp. Was ist da? Das ist ein Ring? Okay. Ein Ring mit einem fetten Klunker dran. Schraubenzieher und Ring. Und Haken. Schraubenzieher und Haken. Bei der Haken, jetzt noch der Schraubenzieher. Das da? Nee, könnte sein. Ich dachte hier vielleicht, hier ist der Griff und hier ist die Spitze. Ah, auf dem Exit-Schild. Mhm, sehr gut sichtbar. Herzlichen Glückwunsch. Ja, mit dem Schraubendreher kriege ich das vielleicht sogar auf. Wow, coole Effekte. So, kann ich jetzt durchgehen? Ja. Wo bin ich denn hier? Ist das... Das Hinterzimmer, Tatsache. Uah. Ich hab Angst. Hilfe. Was soll denn das? Psch, psch, geh weg. Geh weg. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Die muss ich mir jetzt alle merken. Alle merken und aufmalen. Jetzt sofort. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Handle mit Bedacht. Das Dunkle folgt dir Schritt und Tritt. Du musst dich schützen. Nimm dieses Säckchen. Darin befindet sich ein Zauber, der die Dunkelheit verbannt. Herzlichen Glückwunsch, ich habe ein Säckchen, das die Dunkelheit verbannt. Und noch eins. Es ist Zeit, dass du deine Rolle in der Tragödie einnimmst. Viele haben bereits teuer bezahlt. Nun liegt es an dir. Hey, wenn alle schon bezahlt haben, muss ich ja nicht nochmal bezahlen, oder? Miau, die Katze ist wieder da. Ruth! Nein! Das kann nicht. Ist sie tot? Sie scheint vom Bösen besessen zu sein. Vielleicht kann mir das Juju-Säckchen der Schamanin weiterhelfen. Lady Marie hat dir ein Juju-Säckchen gegeben. Es wird dich auf deiner Reise vor den Bösen schützen. Wann immer das Säckchen beginnt zu leuchten, klicke darauf, um seine Kräfte freizusetzen. Entferne die dunklen Schädel. 15! 1 ist auch ein Schädel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ist das noch einer? Nee. Ja. Da, nee. Da ging es ganz leicht los und wird dann doch schwieriger. Wenn da so ein Schädel an der Wand ist, das kann ihr doch egal sein, solange er nicht an ihr ist. Wie diese anderen 50.000. Komm, ein Schädel noch. Die hat aber auch so ein Muster an, was fast genauso aussieht wie diese Kackschädel, die sie besetzen hier. Okay, für den letzten brauche ich einen Tipp. Oh. Okay. Sieht aus wie eine der Münzen, die ich in Großvaters Haus fand. Mach das da. Herzlichen Glückwunsch, du hast Ruth bestohlen. Ruhe in Frieden, Ruth. Okay, sie ist tot. Schade. Immerhin gibt es jetzt keinen Kinderwagen-Geplänkel mehr. Es tut mir leid um deinen Verlust. Unter uns wandelt das Böse, das alles zerstört schnell. Ich spüre, wie sich eine dunkle Macht nähert. Und dein Heim ist der einzige sichere Ort für dich. Ich will nicht zurück ins Heim. Der Schrecken ist überall.
Meine arme Seele liegt in Fetzen. Die Blicke des Teufels verwirren mich. Ich bewege mich langsam vorwärts. Es gibt keinen anderen Weg. Home, sweet home. Ich muss der ganzen Sache endlich auf den Grund gehen. Und zwar hier, auf dem Bett. Da habe ich natürlich jetzt... Irgendwas in dieser Spieluhr ist seltsam. Ich muss sie aufbekommen. Dann haben wir noch eine Dublone gefunden. Fast, ja. Eine fehlt nämlich noch. Im Rest des Hauses muss es einfach weitere Hinweise geben. Weil das muss einfach so sein. Es kann nicht sein, dass wir das Rätsel nicht lösen können. Seltsam. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Bilder durcheinander waren. Ich hab's. Irgendwas war an dieser Wand anders. Was würde passieren, wenn ich die Bilder neu anordnete? Ordnen die Bilder korrekt an. Herzlichen Glückwunsch, hä? Ich hab sie nur weggenommen. Achso, jetzt muss ich sie neu anordnen, okay. Da kommt dieses Kreuz hin, da kommt dieses Kreuz hin, da kommt dieses Kreuz hin. Das, kommt dahin? Dahin? Okay, das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt vielleicht dahin. Nein, das kommt dahin. Das ist so geschwungen. Das kommt dahin. Das ist so abgefranselt. Das kommt dahin. 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 Eins fehlt noch. Tatsache. Ein Bild fehlt. Oh mein Gott, ein Bild fehlt. Dieser Schlüssel könnte funktionieren. Ich war nie wirklich gut. Warum haut er danach auch so blöd auf die Tasten? Das war doch vorher, klang das doch gar nicht so schlecht. Da ist etwas hinter der Tapete. Schere. Achso, ich brauche jetzt eine Schere. Ist das eine Schere? Ja. Ich habe eine Schere gefunden. Yippie. Mit der Schere schnibbel ich jetzt die Tapete ab und finde dahinter ein Tresor oder so. Dies muss Großvaters Tresor sein. Was bedeuten all diese Symbole? Meinet nicht. Achso, muss ich jetzt auch noch nicht wissen. Das ist gut. Stattdessen... ein neues Wimmelbild, yippie. Coole Uhr. So eine Uhr hätte ich auch gern. Ich habe schon eine rückwärts laufende Uhr, aber so eine Uhr wäre nochmal viel coolerer. Cholera, Strauß, klassische Büste, Pfotenabdruck. Taube wurde auch gesucht, super. Klassische Büste, Strauß. Ein Vogelstrauß oder ein Blumenstrauß. Ein bisschen präziser wäre super. Pfotenabdruck. Vogelstrauß, es war ein Vogelstrauß, okay. Pfotenabdruck. Von einer Katze oder von bemalt Lippen? Hat entweder bemalte Lippen oder XY bemalt Lippen. Da ist der Pfotenabdruck. Schlange, goldener Rahmen, Taschenuhr. Das ist ein Frosch. Das ist irgendein anderes fliegendes Tier oder so. Da ist ein Einhorn. Da ist die Taschenuhr. Nadel, Ankerkreuz, Spinne. Was war das? Ach, bemalt Lippen war das, okay. Von mir aus war das bemalt Lippen. Das ist so wie so ein Revolutionsspruch. Bemalt Lippen! Anstatt irgendwie, weiß ich nicht. Scheiß Nazis! Oder so. Das ist die Schlange goldener Rahmen. Ja, Bilderrahmen oder ein... keine Ahnung, was für ein Rahmen. Ein Brillenrahmen. Nadel, Ank. Nadel? Nein. Goldener Rahmen, das da? Tatsache. Nadel, Ank, Spinne, Koala. Koala! Wo ist der Koala? Was ist der süße kleine Koala-Bär?
nicht, dass das Ankreuz nicht auf Anhieb zu finden scheint mir. Spinne. Ich glaub ich. Spinne. Was ist das? Elefant. Achso, Spinne im Spinnennetz. Das macht leider sehr viel Sinn. Nadel und Koala. Aber zumindest der Koala muss doch zu finden sein. Ein Koala, der ist ja schon, ich will nicht sagen fett, aber schon ein bisschen übergewichtig. Hat schon leichte Gewichtsprobleme. So ein Koala-Bär. Da, war er doch. Und eine Nadel, die wahrscheinlich mikroskopisch klein ist. Kann ich schon? Nee. Jetzt kann ich. Oder riesengroß. Nee, wo ist denn eine Nadel? Ich habe da nichts gesehen. Super, ich habe ein Bild von einer nicht so schönen Frau gefunden. Das hängen wir jetzt hier an die Wand und dann passiert bestimmt irgendwas ganz Spannendes. Ja, klar. So, an meiner Bilderwand auch so. Ach, die letzte hier, Dublonengerät. Das letzte Dublonengerät. Das können wir jetzt hier in die Spieluhr einsetzen. Endlich. Ja, genau. Was passiert? Ich bin so aufgeregt. Ein Schlüssel. Wie unspannend. Naja, was wir mit diesem unspannenden Schlüssel so anstellen können, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl und tschüss.